Wir besuchen das Schulzentrum für Gesundheitsberufe am Niederrhein auf dem Gelände der städtischen Kliniken am Elisabeth-Krankenhaus. Hier lernen junge Menschen eben die künftigen Berufe, die sie brauchen hier im Krankenhaus mit theoretischem Unterricht und auch einem hohen Praxisanteil hier in den Klassenräumen oder eben im Krankenhaus selbst. Das ist das Schulzentrum für Gesundheitsberufe am Niederrhein GmbH, kurz SGN genannt. Wir bilden hier Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner aus. Das ist die neue generalistische Ausbildung. Ich denke, Wertschätzung ist ein Thema, wo zu Recht in den letzten Wochen und Monaten sehr viel drüber gesprochen wurde. Und ich denke, es ist ausbaufähig, aber wir sind auf einem guten Weg. Ich finde es toll, dass junge Menschen sich für einen Pflegeberuf begeistern, hier einen tollen Ausbildungsort finden und eben dann in Zukunft in den Krankenhäusern im Altenheim arbeiten können und hier angeleitet werden. Ja, das Ziel ist, dass Menschen in den Pflegeberufen in allen Bereichen im Gesundheitswesen arbeiten können. Das heißt in der Altenpflege, in der stationären Akutpflege, in der Kinderkrankenpflege und natürlich auch in den ambulanten Diensten. Menschen, die in einen Pflegeberuf gehen, brauchen ein klares Signal von der Gesellschaft, aber auch von ihren zukünftigen Arbeitgebern. Da reden wir über Wertschätzung, da geht es aber sicherlich auch darum, dass Menschen für das, was sie tun, Geld verdienen möchten und auch müssen. Und ich glaube schon, dass da noch Luft nach oben ist. Natürlich muss über das Thema Bezahlung gesprochen werden, das ist klar. Aber ich denke, auch die öffentliche Wahrnehmung muss sich da einfach verbessern. Gerade auch, wenn Männer den Pflegeberuf ergreifen, denke ich, ist da immer noch Nachholbedarf. In den letzten Wochen ist ja viel über Wertschätzung für Pflege, für Gesundheitsberufe gesprochen worden. Ich hoffe einfach, dass das nachhaltig ist, dass die jungen Menschen, die gerade hier in der Ausbildung sind, auch künftig dann mehr Wertschätzung erfahren werden, egal ob Pandemie ist oder nicht. Das ist ein ganz wichtiger Beruf. Es ist toll, dass junge Menschen sich dafür begeistern und die Wertschätzung sollte unsere Gesellschaft sich bewahren.